Hallo Freunde, heute gibt es wieder mal ein Video von mir, aber ein bisschen anders als ihr es gewohnt seid. Und zwar stelle ich jetzt ein ganz besonderes Messer vor, und zwar das Cheesemaster. Ja, warum stelle ich ausgerechnet dieses Messer vor? Messer gibt es ja viele. Es gibt Einhandmesser, jedes Messer hat eigentlich seine Vor- und Nachteile. Weil es sticht für mich ein bisschen so aus der Masse raus. Weil es irgendwie so für mich das perfekte Brotzeitmesser ist. Also jedes Messer hat irgendwo Vor- und Nachteile. Ja, klar. Aber das hier jetzt ist eigentlich meiner Meinung nach das perfekte Messer für Brotzeit. Und zwar aus verschiedenen Gründen. Erstens schon mal, Victorinox kennt eigentlich jeder. Das Schweizer Taschenmesser. Es hat einen rauen Griff. Die meisten Victorinox haben ja glatte Griffe. Und ich denke mal, das ist auch ganz griffig, wenn man fettige Finger hat. Und dann fangen wir einfach mal bei der Klinge an. Die hat einen Half-Stop. Das heißt, das macht hier einen kurzen Stopp. Wenn man es ganz aufklappt, dann rastet der Liner-Lock ein. Das heißt, die Klinge kann nicht mehr zugehen. Die ist gesperrt. Und zwar hat die hier einen Liner-Lock. Also das heißt, ich drücke hier hoch und dann geht es auch wieder zu. Ach, kurz einen Moment noch. Die Klinge ist gezackt, was sicherlich perfekt ist, um Semmeln oder Brot zu schneiden. So, wenn ich jetzt mal die Kamera scharf stellen würde, jawohl. Und dass die Teile scharf sind, brauche ich wahrscheinlich keinen zu erzählen. Also jeder, der Victorinox in der Hand hat, der weiß das, dass man sich damit rasieren kann. So, was haben wir noch? Jetzt wirklich ein bisschen Fokusprobleme hier. Als nächstes hat es ein Käsemesser. Perfekt für klebrigen Käse. Auch sehr scharf, also auch zum Rasieren geeignet. Ist übrigens jetzt nicht gesperrt. Das geht von alleine zu. Und dann haben wir noch eine Gabel. Auch perfekt, wenn man irgendwo auf dem Volksfest ist. Und will keine fettigen Pommesfinger haben, einfach dann mit der Gabel essen. Perfekt dafür gedacht. Hier haben wir noch einen Kapselheber. Also man kann damit auch Bierflaschen aufmachen. Oder Weinflaschen aufmachen. Also alles, was das Herz begehrt. Das war es eigentlich schon mit den Funktionen. Wir haben jetzt nur noch für nach dem Essen einen Zahnstocher. Sehr praktisch, also ich bin immer so, wenn ich was zwischen den Zähnen habe, dann mache ich dann mit der Zunge hin, bis die Zunge mir wehtut. Und ja, also ich habe das tatsächlich schon mal benutzt. Auf jeden Fall nice to have. Und dann haben wir noch eine Pinzette. Hat jetzt zwar nichts mit Brotzeit und Essen zu tun, aber ja, schadet nicht, wenn man es dabei hat. Vor allem, wenn man im Bierkarten von der Biene gestochen wurde, dann kann man dann selbst operieren. So, vielleicht mal zur Größe. Ich weiß nicht, ob es so rüberkommt in der Kamera, aber es ist ein relativ großes Victorinox. Ich zeige mal den Vergleich. Es sind noch ein paar andere. Und zwar ist das eigentlich so die Standardgröße hier. 91 mm ist das hoch. Das ist jetzt übrigens ein Victorinox Camper mit drei Lagen, also mit Säge und Schraubendreher und so weiter. Und es ist doch, also das 91er ist schon mal kleines Stückchen kleiner. Dann gibt es doch noch die kleinen 82 mm, das sind die sehr kompakten von Victorinox. Da ist doch schon der Unterschied erkennbar. Und dann haben wir noch die ganz kleinen, die kompakt. So, machen wir noch vielleicht, schauen wir noch auf die Waage, was es auf die Waage bringt. Also zum Vergleich, mein dreilagiges Victorinox Camper wiegt 78 Gramm. Jetzt das Cheesemaster 124, also es ist schon ein Unterschied. Ist natürlich auch relativ dick, das darf man natürlich auch nicht vergessen. So, jetzt habe ich hier noch, das ist eigentlich mein normales EDC-Messer, das ist das zweilagige Compact, auch sehr empfehlenswert.
man sieht, es ist ein bisschen dicker, weil es ein dreilagiges 91er. Das ist jetzt übrigens das mit 111 mm. Dasselbe Größe hat übrigens auch das deutsche Armeemesser von Victorinox. Das ist grün und hat ein paar andere Funktionen. Vielleicht schauen wir uns noch an, wie groß die Klinge ist. Vielleicht hier nochmal der Vergleich zum 91er. Wie gesagt, das ist die Standardgröße von Victorinox. Das ist schon ein riesiger Unterschied. So, jetzt messen wir mal die Klingenlänge. Also, ich messe mal von der Schneide, also nicht von ganz hinten, sondern wo die Schneide beginnt. Das sind, ja, ca. 8 cm. Im Griff habe ich auch schon gesagt, 111 mm. Also ist klar. Dicke sind jetzt 1,7 circa. Ja, circa 1,7, wenn ich mich jetzt nicht verschaue. 1,8, 1,7, sowas. Und wie gesagt, bei mir immer dabei, wenn ich irgendwo ja, Biergarten bin oder so, perfektes Messer. Ansonsten habe ich immer meinen Compact dabei. Weil es viel leichter ist, mal zum Vergleich. Das zweilagige Compact wiegt 63 Gramm. Und hat eine Schere drin. Aber das ist jetzt eigentlich ein anderes Thema. Wie gesagt, Cheese Master, für mich das perfekte Brotzeitmesser. Und das macht es so einzigartig für mich. Also, ich wünsche euch viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao!